Zu mancher Zeit, an manchem Ort, ist jegliches gesprochene Wort, je ein gesprochenes Wort zu viel, Schweigen hat mehr Stil. Lädt dich deine Traumfrau ein, zum ersten Mal bei ihr zu sein, und zieht dich nach dem dritten Wein am Hemd ins Schlafzimmer hinein. Dann kannst du große Reden schwingen, kannst einen langen Vortrag bringen von Liebe und so schönen Dingen mit Worten, die fantastisch klingen. Doch besser wär in diesem Falle schon die Wahl von nonverbaler Kommunikation. Nonverbale Kommunikation. Gehen, in der nur Fans aus Schalke stehen, empfehle ich dir ganz extrem von manchen Dingen abzusehen. Sage nie, auch wenn's so ist, Schalke spielt den letzten Mist, und dass du Fan von Dortmund bist, es sei denn du bist Masochist, denn sonst bekommst du garantiert als Lohn eine Ladung nonverbale Kommunikation. Nonverbale Kommunikation. Nonverbale Kommunikation. Und denkst, dass es jetzt lässig ist, aus Euphorie beim Singen von vorn ins Publikum zu springen. Wenn dann die Leute, die da stehen, plötzlich auseinandergehen und anstatt schön mitzumachen, laut über den Aufprall lachen, dann hast du recht, das ist eine Art von Hohn in Form von nonverbaler Kommunikation. Nonverbale Kommunikation. Nonverbale Kommunikation. Kommunikation. Nonverbale Kommunikation.